In diesem Video erfahren Sie, wie Sie in der BPM Suite NACE in 3 Schritten eine Version erstellen können. In der Prozessmanagement-Software NACE können Sie Objekte versionieren, um bestimmte Arbeitsstände zu speichern und miteinander zu vergleichen. Um ein Objekt, wie beispielsweise einen Prozess im Portal zu versionieren, öffnen Sie das Kontextmenü des Objekts und klicken Sie auf Version erstellen. Im Dialog Version erstellen können Sie dann einen Prüfer oder eine Prüferin auswählen, der oder die Version vor der Freigabe prüfen soll. Wenn im Prozess diese und die nachfolgenden Eigenschaften schon gepflegt sind, sind die Felder schon vorausgefüllt. Im Feld FreigeberIn können Sie eine Person zuweisen, die nach der Prüfung die Version freigeben soll. Hier können Sie dann noch ein Datum auswählen, wann die Version erneut geprüft werden soll. Eine entsprechende Aufgabe wird dann automatisch den Prüfern zugewiesen. Optional können Sie noch einen Erstellungskommentar hinterlegen. Per Klick auf den Button Version erstellen wird dann direkt die Version zur Prüfung weitergeleitet. Die eingetragenen Prüfer werden dann sofort benachrichtigt. Wenn die Version erfolgreich geprüft wurde, können Sie entweder auch über das Kontextmenü oder in der Versionshistorie die Versionsprüfung abschließen. Im Dialog Versionsprüfung abschließen können Sie Mitarbeitende eintragen, die über die freigegebene Version des Objekts in Kenntnis gesetzt werden sollen. Dieses Feld ist auch wieder vorausgefüllt, wenn die entsprechende Eigenschaft im Prozess gepflegt ist. Im Textfeld können Sie dann noch ein Prüfungsergebnis eintragen. Per Klick auf Versionsprüfung abschließen wird die Version dann zur Freigabe weitergeleitet. Im letzten Schritt kann die Version von den zugewiesenen Personen freigegeben werden. Öffnen Sie hierfür wieder das Kontextmenü oder die Versionshistorie des Objekts und klicken Sie auf Versionsfreigabe erteilen. Im Dialog können Sie dann noch einen Freigabekommentar hinterlegen. Falls bei der Versionsprüfung noch keine Mitarbeitenden für die Kenntnisnahme der Version eingetragen wurden, können Sie dies hier nachholen oder auch weitere hinzufügen. Klicken Sie auf Versionsfreigabe erteilen, um die Version endgültig freizugeben. Sobald die Version freigegeben wurde, werden alle Beteiligten darüber informiert. Das Objekt kann dann in seiner Arbeitskopie weiter bearbeitet werden. Die freigegebene Version wird dann im Header des Objekts grün gekennzeichnet. Und auch in der Versionshistorie können Sie den gesamten Verlauf der Versionierung einsehen. Neugierig geworden? Fordern Sie noch heute eine Testversion an! Und vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren!